Mahlzeit, liebe Schalkerinnen und Schalker. Ja, habt ihr bestimmt schon gehört vom Königsblau TV, der Schalker. Also Francesco und Kesti haben es ja auch schon rausgehauen. Gramotzes ist freigestellt. Glaube ich, sind da auch relativ erleichtert drüber. Ich auch vielleicht ein bisschen, weiß ich aber nicht so wirklich. Ich, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich nicht. Ich finde sowas immer schade, zumal er ein guter Typ ist, die Mannschaft gut erreicht und so weiter. Aber das ist eben wahrscheinlich auch nicht alles. Also was wir gegen Rostock gesehen haben, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt dem Trainer in die Schuhe schieben muss, wenn man einfach als Mannschaft hinten null reagiert oder zu langsam oder wie auch immer. Kann auch sein, dass da ein 4-4-2 angebrachter gewesen wäre, obwohl jetzt das 3-2-3 oder 3-3-2 auch nicht so, naja, was soll's. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ja, wie gesagt, Grund zur riesigen Freude ist das für mich nicht. Für mich nicht, denn ich finde sowas immer schade. Und dann schreibt die Bild-Zeitung ja auch gleich, wer da gehandelt wird, obwohl beide dieser Namen sagen, es hat noch gar keinen Kontakt gegeben. Aber ich sag's euch mal, falls ihr es noch nicht wisst, Friedhelm Funkel. Okay. Und dann haben wir den zweiten mit Uwe Neuhaus. Also Friedhelm Funkel auf lange Sicht gesehen. Ist das dann auch wieder? Naja, wir werden es sehen. Ich bin ja normalerweise ein großer Fan von Trainern, die das alte, gute Spiel Fußball noch kennen. Und Oldschool sozusagen. Oldschool ist immer geil. Schauen wir mal, was passiert. Wir reden morgen bestimmt drüber, am Montag, morgen, Montagmorgen, um 18 Uhr. Hier bei Schalker Botschaft. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Allgemeinheit das so sieht. Dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und bis morgen, wenn ihr Lust habt, auf diesem Kanal, 18 Uhr. Glück auf!